wunderbares Ambiente. Wir befinden uns jetzt auf der Pfarrwiese in Hütteldorf, einst natürlich großer Fußballergrund. Und jetzt kommt gerade Martin Slaner auf uns zu. Servus Martin, hallo. Leider ein bisschen sentimental angehaucht, unser heutiges Treffen. Ja. Wir haben gehört, du hörst auf, also als Profi zumindest. Wie ist das genau? Kannst du uns das ein bisschen schildern? Ja, na, es hat sich leider dieses Jahr schon ein bisschen abgezeichnet mit Krankheiten, Verletzungen und so weiter. Bin ich sehr weit zurückgefallen in der Rangliste im Doppel. Und jetzt im Sommer habe ich den Entschluss gefasst, dass ich dann meine Karriere beenden werde. Jetzt bist du 30, an und für sich für viele meines Alters noch sehr jung, für manche andere schon älter, hat das auch eine Rolle gespielt, oder? Ja, natürlich, halt mit 30 ist es halt, ich habe schon einige Verletzungen hinter mir gehabt und ich habe einfach dieses Mal jetzt nicht mehr die Motivation aufgebracht, noch einmal zu trainieren, jeden Tag diszipliniert und so weiter, zum Turniere fahren und so weiter und halt das alles wegzustecken. Ja, ich habe da immer gern zugeschaut. Ich glaube, ich war nicht der Einzige. Es ist ja so, du wirst dem Tennis erhalten bleiben, haben wir gehört. Ja. Wie geht es jetzt für dich einmal weiter? Also national spielst du ja. Ja, ich werde jetzt einmal die Liga jetzt noch spielen, die Final Four am Wochenende. Dann spiele ich noch die Liga in der Tschechei. Also Liga und so und hin und wieder vielleicht ein Turnier einstreuen möchte ich schon noch. Aber international ist einmal meine Karriere beendet. Wenn wir einen Ausblick machen, also nicht nur da aufs Ambiente, sondern in deine persönliche Zukunft. Man hört die Spatzen ein bisschen von den Dächern pfeifen, so Coach und so. Kann da was dran sein? Ja, das könnte sein, es sind einige Gespräche geführt worden und es könnte sein, dass ich einmal als Coach anfangen werde. Nehmen wir noch ein aktuelles Thema auf. Da ist sehr viel Beton auch wenn das auch schön ist, aber es ist halt ein harter Untergrund. Das war jetzt bei den US Open genauso. Du bist ja ein Leitgeprüfter von diesem Schedule, der sehr, sehr hart ist, also auch international. 17 WOs in der ersten Runde und alle sagen, ja, der Plan, also der Fahrplan ist zu hart, der Untergrund ist zu hart. Wie siehst du das, diese vielen Verletzungen? Ja, natürlich. Also es ist also beinhart. Also mehr oder weniger ein Tennisspieler hat keine Pause. Die sowieso die bisschen, sage ich einmal, schlechteren, die jetzt um die 100 stehen oder so, die haben sowieso nur wenig Pause, die können eigentlich das ganze Jahr durchspielen, müssen auch sehr viel spielen, damit sie die Punkte machen, damit sie nach oben kommen. Die weiter vorne, die haben es ein bisschen leichter, weil sie sich das einteilen können, aber trotzdem, es ist halt, man spielt im Endeffekt das ganze Jahr durch, man muss trainieren, wenn man keine Turniere spielt und es geht auch mit den harten Untergrund und so, das geht auf die Gelenke und wenn man das von klein auf macht, natürlich ist das dann nicht so gesund für den Körper. Was hast du alles genau gehabt, deine Verletzungsserie? Ich habe eine Ellbogenoperation, eine Handgelenksoperation. Sieht man da was, oder? Ja, naja, beim Ellbogen nicht mehr, das war also Arthroskopie, da sieht man da noch so, das waren vier Punkte. Mhm. Beim Handgelenk sieht man da diese Narbe. Ja, na, Wahnsinn, ja. Und ja, das mit dem Ellbogen hat aber lange gedauert. Dann mit dem Rücken habe ich einmal, das hat auch was gehabt, so ein paar Wirbel verschoben und allgemein Probleme gehabt. Und ja, also jetzt in letzter Zeit eine Lungenentzündung, halt krank gewesen und so weiter. Also einige Sachen sind da zusammengekommen. Da unten geht gerade der Alex Beyer, wenn ich das richtig sehe, nach Hause. Ja. Ja, frisch von den US Open gekommen. Jetzt ist er auch deines Alters. Was wäre mit einer Doppelkarriere? Mit Alex? Na, überhaupt mit dir weiter. Ach so, naja, die Doppelkarriere, die habe ich ja doppelt gespielt, aber ja, wie gesagt, das, ja. Auch ad acta sozusagen. Genau. Jetzt, wo könnte man sich dich vorstellen? Es ist ja auch, wenn ich jetzt ein bisschen weiter aushole, der Davis Cup. Kapitän vakant oder ist es zu hoch gegriffen? Das ist, glaube ich, jetzt am Anfang. Also ich könnte mir das durchaus vorstellen, vielleicht in einigen Jahren, aber jetzt auf keinen Fall, weil das ist auch, ja, ich glaube auch nicht, dass das von den Spielern her, ja, also ich glaube, das ist... War ein bisschen scherzhaft gemeint, ja. Du kennst mich, was ist realistischer, beim ÖTV vielleicht, oder? Ja, vielleicht, also mal schauen. Wie gesagt, ich habe schon einige Gespräche geführt und ja, irgendwie wird sich schon noch ergeben. Na, wir wünschen dir das Allerbeste.